Halo, guten Tag, dobar dan i dobrodošli u novu video lekciju. Znam da mnogi od vas nekad požele jednostavno da uče nemački i da im treba i moraju da uče nemački, ali ne znaju šta, odakle. Tako da pretpostavljam da vam moj kanal pomaže u tome. Dakle, klipovi su raznoliki, gramatika, konverzacija, od svega pomalo. Ovoga puta bavimo se nekom kombinacijom gramatike i konverzacije, odnosno primenjena gramatika. Pogledajte o čemu se radi. Broj 1 je warten. Warten, ovo a u zagradi znači da je u pitanju akuzativ. Akuzativ, de dativ. Dakle, mi treba prvo da pogodimo koji će predlog biti iza. To ćemo najlakše uraditi ako prevedemo neku rečenicu. Dakle, on čeka mene ispred kuće. Ea. Vatet auf mich vor dem Haus. Dakle, ono što nam je trebalo je predlog auf. Er wartet auf mich vor dem Haus. Ich warte auf den Zug. Ja čekam voz. Ich warte auf den Zug. Er wartet auf mich. Dakle, pamtimo da uz glagol warten jednostavno uvijek moramo da stavimo auf, kada kažemo koga ili šta čekamo, i da iza toga koristimo akuzativ. Znači, auf den Zug, auf mich. Akuzativ. Ok. Idemo na drugi. Sich erinnern an. Sich erinnern an. Ovdje nam već piše. Dobro. Dakle, on se seća mene. Er erinnert sich an mich. Er erinnert sich an mich. Seća se mene. Da li se sećaš njegovog broja? Erinnerst du dich an seine Handynummer? Erinnerst du dich an seine Handynummer? Dakle, sich erinnern plus akuzativ. Er erinnert sich an mich. Erinnerst du dich an seine Handynummer? Dakle, uvijek ćemo imati to an. Ja, ich erinnere mich daran. Sećam se toga. Ich erinnere mich daran. Znači, taj predlog se može javiti u nekoliko varijanti spojeno. Daran, voran. Dakle, daran, na to, toga. Ich erinnere mich daran. Ich erinnere mich daran. Dakle, sich erinnern an und warten auf. Broj 3. Lachen. Oni se smeju toj šali, tom vicu. Sie lachen über den Witz. Dakle, smijeti se nečemu über. Sie lachen über den Witz. Der Witz, den Witz. Ili nemojte se smijeti moje greške. Lachen Sie nicht über meinen Fehler. Dakle, greška isto muškog roda kao i vic. Lachen Sie nicht über meinen Fehler. Lachen Sie nicht über meinen Fehler. Sie lachen über den Witz. Sie lachen darüber. Smeju se tome. Znači tu
kao gore što imali daran, možemo imati darujba. Zilahin ima darujba. Anfangen. Počinjem sa kursom u ponedeljak. Ich fange mit dem Kurs am Montag an. Dakle, počinjem sa anfangen mit. I onda naravno plus dativ. Ich fange mit dem Kurs am Montag an. Dakle, anfangen, razvojni prefiks. Dakle, wann fängst du mit dem Kurs an? Ich fange am Montag mit dem Kurs. Prođemo staviti vreme. Ich fange am Montag mit dem Kurs an. Počinjem, ili on počinje sa tim. Er fängt sutra. Morgen damit. Damit. Darüber, daran, damit. Znači, šta ćemo reći uz da, zavisi od toga koji je glagol u pitanju i koji predlog taj glagol zahteo. Dakle, sie lachen darüber. Er fängt damit an. Er fängt damit an. Šta smo imali? Sie lachen darüber. Ich erinnere mich daran. Ich warte darauf. Ovdje isto možemo da stavimo. Čekam na to. Ich warte darauf. Ok. Lachen, anfangen, verlassen. Ali nije samo verlassen, nego sich verlassen. Dakle, možeš se osloniti na njega. On je zuverlässiger Mensch. Znači, odgovoran je, možeš se osloniti na njega. Du kannst dich na njega. Auf ihn verlassen. Dakle, sich verlassen auf jemanden. Du kannst dich auf ihn verlassen. Akuzativ. Du kannst dich auf ihn, auf mich verlassen. Može se osloniti na to. Du kannst dich darauf verlassen. Znači, darauf, na to. Du kannst dich auf mich, auf ihn, auf sie verlassen. Ili, ich komme morgen. Du kannst dich darauf verlassen. Dolazim sutra. Možeš na to da se osloniš. Du kannst dich darauf verlassen. Sich verlassen auf. Sada ovdje imamo dva predloga. Znači, ja se raspitujem kod nekoga za nešto. Sich erkundigen. Kod nekoga za nešto. Bei plus nach. Dakle, raspituje se kod prodavca za cenu. Ich erkundige mich bei dem Verkäufer nach dem Dativa, nach dem Preis. Also, ich erkundige mich bei dem Verkäufer nach dem Preis. Raspitujem se kod prodavca za cenu. Ich erkundige mich bei dem Verkäufer nach dem Preis. Sich erkundigen, kao sich informieren. Informisati se, sich erkundigen, raspitati se. Ich muss mich danach erkundigen. Moram se raspitati za to. Ich muss mich danach erkundigen. Erkundigen. Aufhören, prestati, aufhören,
kada završavaš sa kursom when first do meet them was auf. Dakle, aufhören kao anfangen, početi sa, prestati sa. Aufhören mit. Also, wann hörst du mit dem Kurs auf? Kada završavaš sa kursom? Wann hörst du mit dem Kurs auf? Prestani sa tim, neko nešto radi što vas nervira i vi mu kažete hör damit auf. Hör damit auf. Hör damit sofort auf. Hör damit sofort auf. Onda da si prestao sa tim. Sich beschweren. Žaliti se. Sich beschweren. Kod nekoga i zbog nečega. Znači opet imamo dva. Kod nekoga. Zbog nečega. Kod istog onog prodavca smo se raspitivali za cijenu. Ich erkundige mich bei dem Verkäufer nach dem Preis. Und jetzt žalim se. Beschwere mich opet bei dem Verkäufer. Taj deo je isti. Ali über den Preis sa akuzativom. Znači, ich žalim se kod prodavca na cenu. Es ist zu teuer. Ich beschwere mich bei dem Verkäufer über den Preis. Imamo den Preis akuzativ. Žalim se na to. Ich beschwere mich darüber. Ili ich werde mich darüber beschweren. Žalit ću se na to. Ich beschwere mich darüber. Ich beschwere mich bei dir über etwas. Bei ihm, kod njega, bei dem Verkäufer, über den Preis. E, sad se poslije izvinjavam. Kad sam se žalio, onda se izvinjavam nekome. Kod nekoga opet. A zbog čega se izvinjavam? Für. Znači, izvinjavam se prijatelju zbog kašnjenja, šefu. Ich entschuldige mich bei meinem ili dem šef für die Verspätung. Ich entschuldige mich bei meinem šef für die Verspätung. Izvinjavam se zbog toga. Ich entschuldige mich. Kako će biti? Da. Für. Da, für. Ich entschuldige mich bei meinem Chef für die Verspätung. Ich entschuldige mich dafür. Ich entschuldige mich dafür. Pobeći. On beži. Od čega beži? Od svoje žene. Er flieht od vor. Er flieht vor seiner Frau. Pazite, dativ. Er flieht vor seiner Frau. On beži od toga, er flieht davor. I davon, davor. Er flieht davor. Od toga. Fliehen. Nachdenken. Razmišljati. On mora da razmisli o tome. Er muss. O tome. Über. Znači da ćemo imati da ruba.
Er muss darüber nachdenken. Ili über das Angebot. Mora da razmisli o toj ponudi. Er muss über dieses Angebot nachdenken. Ich muss darüber nachdenken. Sich fürchten, Beutisse. Он се бои не. Er fürchtet sich vor. Pozdati. Vor er. Er fürchtet sich vor er. Он се бои тога. Er fürchtet sich davor. Er fürchtet sich davor. Vor seiner Frau. Und vor seiner Frau. Und er flieht vor seiner Frau. Natürlich ist es mir immer svoje žene i boji se od svoje žene. Er flieht vor seiner Frau, weil er vor seiner Frau, weil er sich vor seiner Frau fürchtet. Jer se boji. Protestieren. Oni protestuju protiv uslova na, zbog uslova na poslu. Kažemo. Napisi protestiren. Da ćemo imati protiv. Znači, gegen di Arbeitsbedingungen. Sie protestieren gegen die Arbeitsbedingungen. Protestieren protiv nečega. Rechnen, rechnen, računati, u smislu računam na to. Na to da ćeš mi ti pomoći. Znači, ih rehne, mi kažemo na to, odnosno sa tim. Znači, damit. Ich rehne damit, dass du mir hilfst. Hoćeš mi pomoći. Kann ich damit rechnen? Mogu da računam na to. Kann ich damit rechnen? Kann ich damit rechnen? Sorgen, brinuti se. On se brine o deci. Er sorgt für die Kinder. Wenn seine Frau arbeitet. Kada ona radi, er sorgt für die Kinder. Er sorgt für die Kinder. Er sorgt dafür. On se brine za to. Er sorgt dafür. Denken an. Ona misli na odmor. Sie denkt an den Urlaub. Ja, tako. Znači, denken an, plus akuzativ, sie denkt an den Urlaub. Ona misli na to. Sie denkt daran. Sie denkt ima daran, na to. Woran, na šta? An ihren Urlaub, na odmor. Sich ärgern, naljutiti se. Nemoj se ljutiti zbog toga. Ergere du dich nicht. Zbog toga će biti darüber. Ergern über. Ergere du dich nicht darüber.
Sie ärgert sich, ona se ljuti, über ihren Chef, na Chef. Sie ärgert sich über ihren Chef. Teilnehmen, učestvovati. Da li ćeš učestvovati na sastanku, na projektu? Znači, nimm du Dativum ide an, znači an dem Treffen oder an dem Projekten. Nimmst du an dem Treffen an. Ne učestvujem u tome, ich nehme daran nicht teil. Znači, razvoja se ovaj teil. Ich nehme daran nicht teil. Ne učestvujem u tome. Das interessiert mich nicht. Ich nehme daran nicht teil. Achten auf. Paziti. Rekla sam. Achten auf. Dakle, ona veoma pazi na svoje zdravlje. Sie achtet auf ihre Gesundheit. Sie achtet auf ihre Gesundheit. Ona pazi na to. Sie achtet darauf. Sie achtet darauf. Auf ihre Gesundheit. Odlučiti se. Odlučio se za zeleni auto. Er hat sich, znači za, für, er hat sich für das grüne Auto entschieden. Er hat sich für das grüne Auto entschieden. Dafür, zato. Možemo reći da gegen, odlučio se protiv. Er hat sich gegen das grüne Auto entschieden. On se odlučuje za to. Er entscheidet sich dafür. Za to. Er entscheidet sich dafür. Sich freuen. Može biti, znači, radujemo se nečemu u budućnosti. Auf. I nečemu što se već dogodilo. Über. Sutra idem na odmor. I radujem se. To je, znači, auf. Ich fahre morgen in den Urlaub. Und ich freue mich darauf. A na odmoru sam i radujem se tom što sam na odmoru. Znači, ich bin im Urlaub. Und ich freue mich darüber. Dakle, ich fahre morgen, in Zukunft morgen, in den Urlaub, ich freue mich darauf. Ich bin jetzt in Urlaub, to je već sad nešto što postoji, i ich freue mich darüber. Znači, auf nečemu što, radim se nečemu što će se desiti, über nečemu što se već desilo. Imam nove naočare, pa kažem, ich freue mich darüber. A kupit ću sutra nove naočare, ich freue mich darauf. Mada neću, ali dobro. Sich vorbereit. Ona se priprema za ispit. Sie bereitet sich auf. Zaboravite prefiks. Vor. Sie
Bereitet sich auf die Prüfung vor. Ja, se pripremam za to. Ich bereite mich darauf vor. Ich bereite mich darauf vor. Sie bereitet sich auf die Prüfung vor. Gehören. Auto pripada meni. Das Auto gehört sa prilogom zu i naravno sa dativom zu mir. Das Auto gehört zu mir, nicht zu ihm, sondern zu mir. Sich verabschieden, oprostiti se od nekoga, oprašta se od svoje žene. Er verabschiedet sich von. Von, pazite na dativ, seiner Frau. Er verabschiedet sich von seiner Frau. Nämlich nur, er flieht vor seiner Frau, er fürchtet sich vor seiner Frau und er verabschiedet sich von seiner Frau. Diskutieren. Oni diskutuju o projektu. Sie diskutieren. U stvari ovdje je sam, diskutovati sa nekom, sa nekim. Mit. Sa šefom. Sie diskutieren mit dem Chef. Sie diskutieren mit dem Chef. A o čemu diskutuju? Über. Znači o projektu. Mit dem Chef. Über das Projekt. Sie diskutieren darüber, sie diskutieren mit dem Chef über das Projekt. I nastavljamo sljedeći put dalje. Tschüss!